Die Mod Roadbuilder sorgt gerade für allerlei Wirbel in der Community. Ich kann die Mod jetzt schon testen und eventuell sind die Tests ein klein wenig eskaliert. Was die Mod so alles kann, das erzähle ich euch in diesem Video. Und damit sage ich Moin und Hallo, ihr schaut Marvelomania, ich bin Marv und zuallererst ein ganz kurzer Hinweis. Die Mod Roadbuilder erscheint offiziell am 9. August 2024. Solltet ihr das Video vor diesem Datum schauen, dann wundert euch bitte nicht. Wenn ihr keinen Vorabzugang habt, dann könnt ihr diese Mod derzeit noch nicht installieren. Ab dem 9. August gibt es die Mod dann im Paradox Mod Store oder über den Mod Manager Skyve. Das bedeutet übrigens auch, dass die Version, die ich euch hier zeige, noch nicht die finale Version ist. Ich folge dem Entwickler in seinem Discord und ich weiß, dass noch einige Änderungen und Verbesserungen vor dem Release vorgenommen werden sollen. Was die Mod aber jetzt schon kann, ist ziemlich beeindruckend und wir gehen jetzt einfach mal alles in Ruhe und Schritt für Schritt durch. Ich versuche wirklich alles abzudecken, aber die Mod ist so umfangreich, dass ihr auf jeden Fall selbst damit ein bisschen rumspielen müsst und ich würde mir ziemlich sicher die Mod auch nochmal anschauen, sobald sie released ist und vielleicht das ein oder andere Update erhalten hat. Und ja, ich habe hier mal meine Stadt geladen, die ich in letzter Zeit immer lade, wenn es um Mod-Testing geht und so. Und mit diesem schönen Sonnenaufgang begrüße ich euch hier. Und wir schauen uns jetzt die Mod Roadbuilder an. Wir sehen hier oben schon das Icon für die Mod Roadbuilder. Aber bevor wir die benutzen, ziehe ich hier mal ganz, ganz kurz eine kleine Straße hin. Ich erkläre euch auch gleich, warum ich das vorher mache, bevor wir den Mod benutzen. So eine kurze Straße reicht, das ist sogar eher hilfreich, wenn die am Anfang erstmal kurz ist. Und jetzt können wir die Mod starten. Ich klicke also auf das Icon hier oben und dann kommt hier der Hinweis, click on a road. Und weil ich jetzt nichts Vorhandenes in der Stadt gerade ändern möchte, habe ich hier einfach eine Straße hingezogen. Das ist der einzige Grund. Und wir sehen rechts, ich habe mit der Mod schon einiges ausprobiert. Das sind alles Presets von mir, von Straßen, die ich schon mal erstellt habe. Bei euch wird das leer sein, wenn ihr die Mod das erste Mal installiert. Ignoriert das also. Wir gehen da nachher noch ein bisschen genauer drauf ein. Wir klicken jetzt mal auf die Straße, so wie es uns hier befohlen wird. Und dann ändert sich das Menü. Wir haben jetzt also ein paar neue Icons hier und Menüs hier sozusagen auf dem Screen. Und wir fangen mal hier unten links an. Die Road Properties. Ich kann dem Ganzen jetzt einen Namen geben. Das machen wir auch. Und ich nenne das Ganze, ich kürze das mal ab, damit wir es später finden, YouTube. Damit ich weiß, okay, darüber habe ich jetzt sozusagen in dem Video auch gesprochen. Und wir nennen das einfach mal Test 1. Wenn ich jetzt Enter drücke, dann ist sozusagen diese Straße schon gespeichert. Und wenn wir hier unter Created Roads nach ganz unten scrollen, dann ist hier schon das Preset gespeichert, YouTube Test 1. So, aber wir wollen natürlich da noch ein bisschen weiter rumfummeln. Wir können hier in den Road Properties auch ein Speed Limit einstellen. Das wird automatisch übernommen von dem Straßentyp, den ich gebaut habe. Also 40 km/h ist der ist das normale Speed Limit von dieser Straße. Wenn ich da jetzt eine Autobahn bauen würde und die sozusagen editieren würde, dann würde da 100 km/h drin stehen. Wir können das also hier irgendwie in 10er Schritten einstellen, wie wir das möchten. Und wir können dem Ganzen auch sagen, also eine Kategorie geben. Das heißt nicht, dass automatisch da jetzt ein Highway draus wird oder dass das Speed Limit angepasst wird. Das heißt nur, in welcher Kategorie ich später diese Straße wiederfinde. Und was das heißt, das zeige ich euch gleich mal. Wir packen das Ganze mal unter Highway. Erinnern wir uns gleich dran. Ich möchte aber kurz noch diese Icons hier unten durchgehen, die Add-ons. Wir zoomen mal ein bisschen an die Straße ran. Ich fange mal rechts an. Wir können hier einstellen, ob die Straße sozusagen unterirdische, also Elektrizität hat. Das ist natürlich wichtig für die Straßenbeleuchtung und um Elektrizität sozusagen weiterzuleiten. Das ist der Standard, ne? Also das haben im Spiel alle Straßen bis auf Autobahnen, soweit ich weiß. Das gleiche gilt auch für die unterirdischen Wasserleitungen, die sollen auch aktiviert sein. Und in der Mitte das Symbol, das bedeutet, dass man an dieser Straße dran zonen kann. Wir können hier auch einschalten, dass Ampeln generiert werden und wir haben hier auch die Option für den Bürgersteig. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich nehme mal Electricity und auch die Untergrundpumpen weg und gehe mal aus diesem Menü raus. Das heißt, wenn wir jetzt mal hier die Waterpipes angucken, dann sind hier keine runtergebaut, ne? Also und Strom auch nicht. Wenn wir jetzt sagen,
Ich mache das hier gerade nochmal so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Ich klicke das jetzt einfach nochmal an. Wir gehen die ganzen Menüs gleich noch durch, keine Angst. Ich weiß nicht, muss ich das jetzt nochmal speichern? Ich glaube nicht. Ja, dann sind sozusagen Strom und Wasser wieder verfügbar. Eine kleine Besonderheit, beziehungsweise etwas, was mir aufgefallen ist, ist hier mit dem Bürgersteig. Wenn wir den wegnehmen, dann ist kein Bürgersteig mehr vorhanden. Wenn wir ihn wieder anklicken, dann wird er im Moment nicht automatisch wieder hinzugefügt, sondern wir müssen den Bürgersteig sozusagen hier wieder als Spur reinziehen. Wie wir das mit den Spuren machen, das seht ihr hier schon so ein bisschen. Im Moment ist es so, die Straße hat also einen Bürgersteig auf dieser Seite. Dann folgt eine Autospur, sage ich jetzt einfach mal, in diese Richtung. Eine Autospur in diese Richtung und einen Bürgersteig. Soweit eigentlich erstmal klar. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen daraus aber also eine vierspurige Straße machen, dann ziehen wir hier einfach eine, also ich packe hier mit der linken Maustaste die Autospur und ziehe sie hier hin. Und schon haben wir hier auf dieser Seite zwei Autospuren. Wenn ich das Ganze symmetrisch machen will, ziehe ich noch eine Autospur hier hin und schon haben wir eine vierspurige Straße. Und das geht immer so weiter. Wir können auch einfach eine sechsspurige Straße daraus machen. Wir haben sozusagen noch viele, viele, viele Optionen. Und diese ganzen Spuren und auch das, was man hier in dem Optionsmenü einschalten kann, das gehen wir gleich durch. Aber ich wollte euch ja noch kurz zeigen, was es mit dieser Kategorie auf sich hat. Diese gespeicherten Straßen, also alles, was hier unter Created Roads ist. Ne? Ich habe ja, wie gesagt, schon einige Presets gespeichert, aber wir haben jetzt ja die Straße YouTube Test 1. Die kann ich auch abrufen in dem Straßenmenü. Und da wir als Kategorie Highway eingetippt haben, wird die unter Schnellstraßen zu finden sein. Und zwar hier als letztes. Da seht ihr jetzt auch, hier sind neue Kacheln dazugekommen. Leider ist bei mir noch kein Vorschaubild vorhanden. Das ist aber wohl ein bekannter Bug, der bis zum Release behoben wird. Dann gibt es hier auch ein kleines Vorschaubild. Und ihr seht auch oben, da steht jetzt YouTube Test 1 und dann steht auch drin Sidewalk KKKKKK. Und Sidewalk. Das heißt, ihr könnt sozusagen diese Straße, die ich hier kreiert habe, auch einfach hier drüber aufrufen und ganz normal bauen, so wie ihr das gewohnt seid. Wir lassen die hier auch mal da. Jetzt werden wir diese Straße aber nochmal editieren. Also nicht nur diese Straße, sondern sozusagen unser Preset, was da YouTube Test 1 oder so heißt. Ich klicke also nochmal auf das Road Builder Symbol, klicke hier auf diese Straße. Und das Menü habt ihr ja eben schon mal kurz gesehen. Ne? Hier gibt es also drei Optionen oder vier Optionen, wenn wir abbrechen, mit reinzählen. Wir haben hier also Place More. Dann würde ich einfach die gleiche Straße sozusagen nochmal hier platzieren. Wie gesagt, das können wir darüber machen. Wir können das aber auch über dieses Menü machen. Und wir können das auch noch über dieses Menü machen, indem wir einfach hier YouTube Test anklicken und die dann einfach da lang ziehen, die Straße. Dann gibt es die Möglichkeit, hier Use as a Template zu benutzen. Das bedeutet, ich nehme also diese Straße, die ich hier erstellt habe. Ich klicke da mal drauf. Also das ist genau das, was wir hier erstellt haben. Und ich muss dem Ganzen jetzt einen neuen Namen geben. Und dann wird es als neues Template abgespeichert. Also zum Beispiel 2. Ich habe Enter gedrückt und jetzt haben wir unter Created Roads haben wir sozusagen YouTube Test 1 und Test 2. Wir können uns auch anzeigen lassen, wo diese Straßen platziert sind. Hier mit diesem Symbol, wenn ich jetzt hier draufklicke, dann sagt er mir, ah, guck mal, das ist YouTube Test 1 und hier ist YouTube Test 2. Also die ist nicht mehr Test 1, sondern die ist jetzt Test 2. Wenn ich also dieses Preset lösche, dann sollte diese Straße auch verschwinden. Korrekt. Aber zum Glück haben wir ja noch hier hinten ein paar YouTube Test 1 Dinger und ich ziehe mir jetzt hier auch noch mal eine neue hin und möchte euch was, also wirklich eine richtig coole Funktion zeigen, was später sozusagen wirklich dazu beiträgt, dass wir in unserer Stadt ganz, 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 ganz viel machen können. Ich klicke also noch mal auf das Icon Road Builder, wähle jetzt unsere YouTube Test 1 Straße aus und sage Edit All Instances. So, wenn ich da drauf klicke, ist also YouTube Test 1 geladen. Und wenn ich jetzt hier an dieser Straße etwas ändere, zum Beispiel, ich ziehe mal eine Busspur in die Mitte, dann seht ihr, ist hier eine Busspur drin. Und an allen anderen Straßen, die als YouTube Test 1 gelten, wird das automatisch hinzugefügt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel hier ein Preset benutzt hätte von der Autobahn und das ist zweispurig und ich füge
später eine dritte Spur hinzu, werden alle Straßen, die mit diesem Template gebaut wurden, wird denen automatisch eine dritte Spur hinzugefügt. Und das finde ich richtig gut. Klar muss man dann ein bisschen planen, was man macht. Und gegebenenfalls Regionen, wo man diese Änderung nicht vornehmen will, diese dann nochmal extra editieren und mit einem eigenen Template versehen. Aber ganz generell ist das richtig cool. Und jetzt kommen wir zu einer Sache, die mich, also das stört mich im Vanilla-Spiel auf jeden Fall sehr. Ich kann jetzt zum Beispiel hier diesen Bürgersteig editieren und Dekorationen hinzufügen. Das geht nicht. Im Moment kann ich es nicht anklicken, weil die Breite des Bürgersteigs zu niedrig ist. Ich muss die also etwas erhöhen auf 5 Meter. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, okay, da sollen Grünstreifen hin und da sollen auch die Bäume hin. Und das Gleiche kann ich hier auf der Seite auch machen. Grünstreifen, Bäume. Ihr seht, das ändert sich auch überall hier hinten. Und wenn ich jetzt dieses Preset abrufe, was ja hier immer noch unter Highway drin ist, dann sind die Straßen automatisch schon so mit, also so konfiguriert, dass ich also einen Grünstreifen und Bäume drin habe. Wir gehen jetzt noch mal ein paar mehr Optionen durch. Wir können diese Dekoration natürlich auch wieder wegnehmen und wir können auch Parken erlauben. Dann habt ihr hier unten so ein kleines Autosymbol. Dann dürften Autos dort parken. Wir gucken uns gleich auf jeden Fall auch noch ein paar Praxisbeispiele an. Zum Beispiel wäre es für mich auch interessant zu wissen, wie ist das denn, wenn ich Parken anhabe und Dekoration? Also Parken an Autos auf dem Grünstreifen, das habe ich noch nicht getestet. Das werden wir uns gleich aber mal angucken. Ich würde aber gerne noch so ein bisschen hier in dem Editor bleiben. Wir können natürlich auch diese Spuren hier editieren. Also ich gehe einfach mit der Maus hier rüber und dann habe ich hier ein paar Optionen. Zum Beispiel kann ich auch die Richtung ändern. Das macht jetzt wenig Sinn, aber dann hätten wir hier zum Beispiel noch eine Spur, die in die andere Richtung geht. Ich kann hier auch sagen, es dürfen Busse zum Beispiel hier auch drauf fahren. Und ich kann sagen, es darf sogar eine Tram hier fahren. Also das ist sozusagen abwärtskompatibel, ne? Also wenn hier eine Tram fahren darf, dann darf da auch ein Bus fahren. Wenn ich aber Bus anklicke, darf keine Tram fahren. Aber Autos natürlich auch. Autos dürfen in jedem Fall drauf fahren. Und so können wir uns unsere Straßen konfigurieren, wie wir das möchten. Und wir können jetzt also wirklich auch sagen, wir ziehen hier noch ein paar Spuren rein. Ne? Also, dass wir das irgendwie ein bisschen größer machen. Wir können auch mal hier hinten gucken, die Straße ist ein bisschen länger, da sieht man das vielleicht dann auch besser. Hatten wir ja auch eben schon, dass wir zum Beispiel sagen, pass mal auf, wir knallen hier eine Busspur rein und wir machen einfach zwei Busspuren. Die eine geht in diese Richtung, die andere geht in diese Richtung. Wir können das Ganze auch ein bisschen hübsch machen. Wir können ja auch noch eine, Gleise reinziehen für die normalen Züge. Wir können hier auch mit Median, können wir einfach so, ich sag mal so, Abstände reinbauen, dass wir die zum Beispiel hier ein bisschen dazwischen haben. Seht ihr das? Also das haben wir ja jetzt gerade reingezogen. Wir können diese Median-Dinger auch, was weiß ich, sonst wo noch reinziehen. Also wir können auch sagen, hier soll noch einer rein. Dann haben wir hier auch nochmal so einen Abstand. Wo haben wir das gemacht? Hier, ne? So. Und wir können das auch ein bisschen konfigurieren. Also wir können die Medianweite sozusagen einstellen auf 5 Meter. Dann machen wir das hier auch auf 5 Meter. Und so könnte das sozusagen aussehen. Ihr seht schon, manchmal gibt es noch Grafikbugs. Die sollen halt behoben werden. Das ist, glaube ich, der frühen Version, die ich benutze, geschuldet. Und ich nehme mal an, dass das zu Release dann nicht mehr so sein wird, weil das sind sehr, sehr offensichtliche Dinger. Und auch in dem Discord des Entwicklers gibt es auch einige Nutzer, die da schon, ich sag mal, Fehlermeldungen schreiben. Und der Entwickler ist da auf jeden Fall auch immer bemüht zu antworten. Und ich glaube, der hat auch einiges auf dem Schirm. Also lasst uns das mal abspeichern als, das ist jetzt sozusagen noch eine Beta-Version oder Alpha-Version, wird das sogar genannt, was ich hier benutze. Deswegen nicht zu viel Augenmerk darauf lenken, dass es da noch Grafikbugs gibt. Manchmal gibt es auch so diese Schattenbugs, die gibt es ja sowieso im ganzen Spiel schon, aber das fällt natürlich hier dann ab und zu auch mal auf. Ja, und wie ihr seht, können wir hier jetzt fröhlich unsere Spuren erweitern, reinziehen und so weiter. Das funktioniert auch schon sehr, sehr gut. Man kann auch wirklich ultra große Straßen bauen und alles.
Und ich würde jetzt gerne auf ein paar Praxisbeispiele noch eingehen. Ich habe einige Fragen bei mir im Discord oder ich habe im Discord bei mir gefragt, ey, was interessiert euch denn an der Mod? Und da kamen einige Fragen und das Ganze habe ich mir auch schon mal angeschaut und die würde ich gerne beantworten, weil das wirklich Dinge sind aus der Praxis. Und die erste Frage war, ob man jetzt auch normale Straßen mit Schallschutz bauen kann. Und ich kann schon mal sagen, ja, das geht. Aber es gibt eine Voraussetzung dafür. Wir werden jetzt eine normale Straße bauen, die zweispurige Straße hier zum Beispiel, und die werden wir jetzt editieren. Es gibt hier in diesem Menü im Moment keine Schallschutzmauer, die ich reinziehen kann. Und das liegt daran, dass diese Straße einen Bürgersteig hat. Ich kann also Schallschutzmauern nur bauen, wenn Straßen keinen Bürgersteig haben. Wenn ich jetzt hier den Bürgersteig ausschalte, dann wird hier aus diesem Bürgersteig, der eben noch war, die Sound Barrier. Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, okay, ich möchte eine Sound Barrier haben, hier, und schon habe ich eine normale Straße mit Sound Barrier. Man kann da auch ganz verrückte Dinge tun. Also ich kann zum Beispiel jetzt auch sagen, lasst uns mal ein paar mehr Spuren nehmen, damit man das vielleicht ein bisschen besser sieht. Und vielleicht können wir die Straße auch noch ein bisschen weiterbauen. Ich nehme jetzt mal dieses Preset und dann ziehen wir das mal hier ein bisschen weiter. So, damit wir auch ein bisschen was sehen. Jetzt gehe ich hier wieder hin, editiere das Ganze und ich kann jetzt auch zum Beispiel sagen, pass mal auf, da soll auch eine Tram in der Mitte fahren. Ich will dazwischen ein bisschen Abstand haben. Hier auch. Und da nochmal eine Soundbarrier haben. Also hier. Nein, nicht Median, Sound Barrier und hier. Und dann haben wir in der Mitte also eine Tramspur mit Sound Barrier. Wir können auch dann sagen, okay, pass mal auf, lösch mal die äußeren, das ist mir irgendwie ein bisschen zu viel oder so. Dann haben wir nur eine Sound Barrier um die Tram herum. Also da könnt ihr wirklich total kreativ werden. Ihr könnt auch Sound Barriers einfach an jede Spur dran bauen, wenn ihr Bock habt, dann fahren die Autos sozusagen dazwischen durch. Wenn das irgendwie was ist, was euch hilft, dann funktioniert das. Mit aktiviertem Bürgersteig ändert sich aber sozusagen dieses Symbol hier und dann können wir keine Sound Barrier bauen, weil, also ich nehme mal an, dass Fußgänger ja durch eine Schallschutzmauer nicht durchgehen können und es deswegen nicht funktioniert, wenn wir einen Bürgersteig aktiv haben. Das ist jetzt mal meine Interpretation, aber an sich funktioniert das. Also finde ich schon mal eine sehr, sehr coole Sache. Was ich auch ausprobieren möchte, das kam jetzt nicht aus dem Discord, aber das kam ja, die Frage kam ja gerade eben bei mir sozusagen auf. Ich würde mir hier gerne mal eine Hood suchen, wo hier Autos parken. Und haben wir ja hier zum Beispiel, also hier parkt ja gerade ein Auto und ich möchte mal Folgendes tun. Ich werde jetzt diese Straße editieren. Das nennen wir YouTube Parken mit Bäumen. Und jetzt würde ich gerne Folgendes ausprobieren. Ich möchte Parken aktiviert lassen, aber ich möchte einen Grünstreifen und Bäume haben. Und wir sehen schon, das funktioniert also nicht. Also Parken wird sozusagen automatisch deaktiviert, die Autos verschwinden hier. Das ist das, was ich noch eben testen wollte. Das habe ich mir schon gedacht, aber dann kann man also dieses Parksymbol eigentlich immer anlassen auch nicht. Wenn ich das hier wegnehme und ich will einfach nicht, dass Autos hier parken, obwohl da kein Grünstreifen ist, dann kann ich auch auf No Parking umschalten. Dann wird der Bürgersteig ein bisschen breiter und dann sieht es halt so aus. Ne? Kann man natürlich auch machen. Ich werde jetzt noch mal eine kleine Teststadt laden, die ich gestern angefangen habe, um die anderen Fragen zu beantworten. Das hier ist eine kleine Teststadt, die ich gestern errichtet habe, um verschiedene Dinge zu testen mit dieser Mod. Ihr seht schon, hier gibt es einige sehr, sehr breite Straßen und so weiter. Aber es war auch eine Frage, ob es möglich ist, Straßenbahnen auf Landstraßen bzw. Autobahnen fahren zu lassen. Und ich kann auf jeden Fall mal sagen, ja, das funktioniert. Wir haben Folgendes, ich pausiere das Spiel mal. Das hier ist ein normaler Straßentyp, also keine Autobahn, auch wenn es sehr, sehr groß aussieht. Und das hier mit der Sound Barrier ist eine Autobahn, die ich kreiert habe, mit einer Straßenbahnspur hier in der Mitte, so wie wir das eben auch schon mal gemacht haben. Und wir können jetzt mal die Straßenbahn verfolgen, denn ich glaube, die sollte da langfahren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Wir gucken uns das mal an.
Die müsste jetzt hier abbiegen. Und ja, wie ihr seht, fährt hier, also das ist tatsächlich eine Autobahn. Hier fahren Autos rechts und links und die Straßenbahn fährt in der Mitte durch. Ihr müsst das nicht mit Soundbarrier machen und so. Könnt die Straßen bauen, wie ihr möchtet. Ich finde das auf jeden Fall interessant. Jetzt geht es hier wieder über in eine normale Straße und später fährt die Straßenbahn sozusagen da hinten wieder raus. Ist also kein Problem, kann man machen. Straßenbahnen können auf Landstraßen oder auf Autobahnen fahren. Dann können wir gerne noch mal etwas ausprobieren, denn es war die Frage, dass ja auch Straßenbahnen in der Mitte fahren können und wie das dann mit Haltestellen funktioniert. Dafür können wir hier vielleicht mal etwas anbauen. Bauen wir uns mal eine Straße. Also wir sagen, die Tram soll in der Mitte fahren. Wir sagen, wir machen ein klein bisschen Abstand da rein, damit man das auch irgendwie ein bisschen besser sieht. Und lass uns noch mal eine Spur auf jeder Seite von den Autos hinzufügen. So, das ist jetzt also unsere Straße mit der Tram in der Mitte. Die ist auch schon gespeichert. Unter Created Roads werden wir die jetzt finden. Da Tram-Haltestelle Test. Und wir bauen jetzt einfach mal diese Straße ein bisschen weiter. Jetzt sollte eigentlich alles verbunden sein. Und sagen, okay, pass auf, bau mal hier eine Haltestelle hin. Bau mal hier noch eine Haltestelle hin. Das reicht ja zum Testen. Und dann machen wir eine neue Linie. Die machen wir mal gelb. Und dann sagen wir, fahr mal hier hin, fahr mal dahin und dann fahr mal hier hin. Und dann können wir das mal verfolgen und uns mal genau anschauen, wie das funktioniert. Ist nämlich eine spannende Geschichte. Ich mache mal auf zweifache Geschwindigkeit. Die Straßenbahn, die muss ja jetzt erstmal hier dahin zu der Haltestelle hinkommen. Wir sehen auch, wo die Haltestelle ist, da wo der Bürgersteig ein bisschen weiter rausgeht. Hinter uns ist auch sogar noch eine zweite. Und ja, die Straßenbahn ist also in der Mitte und hält hier. Das ist kein Problem, also ist das funktioniert. Man kann eine Straßenbahn in der Mitte fahren lassen und die Haltestellen funktionieren. Aber, also es gibt tatsächlich dann irgendwann Ausnahmen. Wir werden jetzt noch einen kleinen Versuchsaufbau machen. Wir lassen die Tram immer noch in der Mitte. Wir können das hier auch übrigens auf Auto stellen, ist alles kein Problem. Wenn wir jetzt sehr viele Spuren dort haben, also nehmen wir mal 1, 2, 3, 4, 5. 5 auf dieser Seite. 3, 4, 5. Ich weiß nicht, ob das schon reicht, damit wir es kaputt kriegen. Machen wir nochmal eine sechste Spur rein. Dann sieht das ja im Moment so aus. Wir haben also eine Straßenbahn in der Mitte und 6 Spuren auf jeder Seite. Irgendwann kommen wir an das Problem, dass die Haltestellen sich nicht mehr verbinden lassen. Also wir können die Haltestellen bauen, das ist kein Problem. Aber wenn wir jetzt das Linienwerkzeug nehmen und sagen, fahr mal von hier nach da, dann findet er keinen Wegpunkt mehr. Man sieht das ja, wenn ich jetzt hier ein bisschen herangehe, er findet auf der Straße einfach keinen Wegpunkt mehr. Und da steht dann auch als Hinweis Wegfindung fehlgeschlagen. Also das ist sozusagen zu weit weg, die Haltestelle von der Schiene. Und wir können jetzt gerne mal ausprobieren, was wie viele Spuren denn tatsächlich funktionieren. Um das Ganze abzukürzen, also mit 3 Spuren funktioniert es sozusagen noch, dass ich die Tram in der Mitte fahren lassen kann. Also ihr seht, wir haben 3 Spuren in jede Richtung und ich konnte eine Linie erstellen und die Trams fahren sozusagen auch hier in diesem Kreis. Wir gehen noch mal ein kleines bisschen mehr ins Detail, weil ich habe mir wirklich sozusagen echt schon ein paar Gedanken gemacht. Wir versuchen jetzt mal etwas anderes. Und zwar werden wir diese Straße noch mal editieren. Und wir machen das jetzt so. Wir lassen mal 3 Spuren. Das ist alles okay. In der Mitte ist eine Tram. Aber wir werden den Sidewalk editieren. Und wir werden den Sidewalk mal hier nebenschieben. Dass wir also sagen, der Bürgersteig ist hier in der Mitte. Und dann gucken wir mal, ob wir mehr Spuren sozusagen reinbekommen und ob das dann funktioniert. Ich habe das gestern schon mal getestet und hatte auch Erfolg damit. Und ihr seht ja auch, dass das Ganze funktioniert. Ich werde jetzt mal die Haltestellenhäuschen hier abreißen, dass wir sagen, weg damit. Und wo ist die andere? Da, weg damit. Und dann bauen wir nochmal neue Haltestellen. Ihr seht auch, dass die Haltestellen dann in der Mitte erzeugt werden. Und dann werden wir nochmal eine Linie machen. Und die, da ändern wir auch mal die Farbe nochmal auf Rot zum Beispiel. Und jetzt haben wir eine Linie, die tatsächlich hier in der Mitte fährt, mit einigen Spuren außenrum.
Und das wäre also theoretisch kein Problem, auch eine Straße mit vielen Spuren zu haben, wenn wir einen Bürgersteig in der Mitte haben, wo wir die Leute dann ein- und aussteigen lassen können. Okay, ich will transparent bleiben und euch das nicht vorenthalten. Das Spiel ist gerade abgestürzt, als ich versucht habe, die Straße zu editieren. Das ist, glaube ich, wirklich der Roadbuilder-Mod noch geschuldet. Ich habe gestern etwa 3,5 Stunden mit dieser Mod gestreamt und in der Zeit ist das Spiel 2-mal abgestürzt. Also schaltet, wenn ihr diese Mod benutzt, ich weiß nicht, wie das dann mit der fertigen Version sein wird, aber schaltet eure Autosave-Intervalle ruhig ein bisschen niedriger. Wir haben das gerade uns nochmal angeguckt. Also das funktioniert, wenn wir die Bürgersteige in die Mitte machen. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich als letztes gesagt habe, deswegen wiederhole ich es vielleicht nochmal ein bisschen. Aber es macht an sich optisch keinen Sinn und auch von der Logik nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, oder denken, ja, wir können ja mehrere Bürgersteige einfügen. Ja, das funktioniert aber leider nicht so richtig gut. Also wir können jetzt hier ja nochmal sagen, okay, pass mal auf, pack auf die Seite nochmal ein Sidewalk. Erstens haben wir dann wieder diese Grafikbugs, die leider ein bisschen nervig sind. Also so will man das ja im Spiel nicht haben. Das gucken wir uns in der Release-Version auf jeden Fall an. Und ich weiß nicht, ob das tatsächlich dann so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Also ob wirklich beide Bürgersteige simuliert werden, das weiß ich nicht. Jetzt könnte man natürlich gucken, ob man hier vielleicht sogar wir können ja eigentlich Zebrastreifen hinzufügen, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, mach mal hier einen Zebrastreifen hin. Also der müsste ja eigentlich da sein, ne? Und wo hält die Bahn an? Ja, vielleicht würde es so gehen. Also wenn diese Grafikbugs beseitigt werden, dann könnte es durchaus sein, dass man das so bauen kann. Also dass man sagt, okay, wir haben Bürgersteig an der Seite von den Straßen, in der Mitte. Und dann könnten Leute, also die hier vielleicht wohnen in dem Gebiet, könnten hier rübergehen und dann dort in die Tram einsteigen. Das kann sein. Wie gesagt, ich hoffe, dass diese Grafikbugs wirklich beseitigt werden. Das sieht nämlich so unschön aus, dass man es sicherlich in seiner eigenen Stadt erstmal nicht verwenden will. Okay, und jetzt kommen wir zur Frage aller Fragen zu dieser Mod. Und zwar, wie viele Spuren kann eine Straße haben? Und ich kann schon mal spoilern, viele. Ich habe hier ein Preset gespeichert. Das heißt, Test extrem 120 Spuren. Also ohne Witz, ihr habt eine 120-spurige Straße. Und ihr könnt damit einfach bauen, wie ihr lustig seid. Und wie das in der Praxis aussieht, das zeige ich euch jetzt noch kurz. Okay, also ich habe hier, das habe ich gestern im Stream gemacht, hier mal so eine kleine Stadt aufzubauen mit Einfahrt sozusagen, mit einer 120-spurigen Straße und hier haufenweise Sachen gebaut. Das funktioniert theoretisch. Ich habe hier mit der Traffic Mod auch noch ein bisschen rumgespielt, dass das alles irgendwie Rechtsabbiegerspuren sind und so. Ihr könnt wirklich völlig verrückte Sachen bauen. Und ich habe gesagt, 120 Spuren. Es ist aber nicht so, dass dann die Mod sagt, hey, jetzt ist Schluss, sondern ich hatte einfach keinen Bock, noch mehr Spuren da reinzuziehen. Also ich weiß nicht, wo das Limit liegt. Also bei 120 mindestens, denn die habe ich gebaut. Ich weiß nicht, vielleicht hat irgendwer Bock, da mal 200, 300 Spuren reinzuziehen. Irgendwann ist es dann natürlich so breit wie die ganze Karte oder so. Aber also es ist wirklich, wirklich, wirklich krass, was man mit dieser Mod machen kann. Okay, wie würde ich selbst also jetzt in der Praxis mit dieser Mod spielen? Ich würde mir Gedanken machen, was brauche ich eigentlich alles für Straßen und mir Templates erstellen. Das heißt, für mich entscheidend, also wirklich, sind normale Straßentypen, also alles das, was wir hier vorfinden, also bei kleinen Straßen, sage ich jetzt mal, aber auch bei den mittleren Straßen, dass ich mir Templates speichern würde, wo schon Grünstreifen und Bäume da drin sind. Oder zumindest Parken nicht erlaubt, weil ich keine Lust habe, immer also diese Straßen hier zu bauen und dann mit irgendwie den Straßendiensten zu sagen, breiter Bürgersteig, damit dann sozusagen Parken verboten ist oder das so zu machen. Und das in der ganzen Stadt zu tun, habe ich keinen Bock drauf. Deswegen würde ich mir ein Preset abspeichern, was so aussieht oder von mir aus auch mit den Bäumen. Also das funktioniert ja auch in-game, aber ich kann das, so wie es ist, nicht als Preset speichern.
Selbst wenn ich diese Straße, die ich hier gebaut habe, jetzt mit dem Picker auswähle und hierhin ziehe, sind die Details wieder weg. Das ist etwas, was mich super nervt und sowas würde ich mir als Preset abspeichern. Ja, und mit diesen Presets, die man natürlich über die Zeit immer auch anpassen kann oder können auch neue dazukommen und so, aber ja, mit diesen Presets würde ich dann sozusagen meine Stadt bauen und erweitern. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal einen Preset auswählen, also hier Preset Test, keine Ahnung, das ist die hier unten, das ist einfach Sidewalk Car, Bus Car, Sidewalk, können wir ja einfach auch wirklich auf Ersetzen klicken und sozusagen diese Straßen mit unserem Preset bespielen. Und das ist, glaube ich, echt ziemlich gut. Wir haben auch hier Schallschutzmauer, normale Straße. Wenn ich die jetzt mal nehme und upgrade, müsst ihr natürlich, also wenn die Straßen so breit sind, dann löscht ihr natürlich irgendwie Gebäude. Aber letztendlich können wir sozusagen auch vorhandene Straßen mit diesen Presets überschreiben. Also es ist wirklich sehr, sehr gut ins Spiel integriert und so würde ich sozusagen vorgehen. Was fehlt mir denn noch an der Mod? Ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, als ich gestern ein bisschen gezockt habe. Und zwar, also Vorschaubilder der Presets. Das finde ich, wäre schon richtig geil, wenn das irgendwie generiert wird, dass man das so sieht wie hier. Dass man auch sieht, aha, da sind die Leitungen drunter und so und was weiß ich, da ist in der Mitte eine Busspur. Ich habe in anderen Videos gesehen, dass das geht und ich gehe auch davon aus, dass das bei mir irgendein Bug ist, der mit dem Release des Add-ons, der Mod behoben wird. So. Was ich auch cool finde, ist, dass man Presets anders anordnen kann. Ich kann die, soweit ich weiß, nicht verschieben. Also das ist auch nicht alphabetisch geordnet. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie die Dinger hier zustande kommen. Ja, ich kann nachsuchen. Das heißt, ich muss mir Gedanken machen über eine vernünftige Benennung der Presets, dass ich so die Sachen schnell wiederfinde. Aber es wäre natürlich toll, wenn man hier sagen könnte, schieb das mal hier nach oben oder so. Wisst ihr, was ich meine? Und was ich auch richtig feiern würde, ist, wenn man Presets von anderen Spielern, anderen Creatoren importieren könnte. Das wäre richtig genial. Also, dass man, ich denke, dass das geht, dass die Presets irgendwo abgespeichert werden in einer Datei und dass man die vielleicht auch verteilen kann. Aber es wäre natürlich super geil, wenn man ähnlich wie mit so Karten oder Assets oder irgendwie sowas sich die Dinger importieren könnte und dann würden sie hier unten auftauchen. Also das fände ich richtig cool. Das fehlt mir noch so ein bisschen. Wir müssen sicherlich nicht drüber sprechen, dass die Grafikbugs nervig sind. Ich glaube auch, dass daran gearbeitet wird, aber das ist natürlich auch etwas, was ich mir wünschen würde, dass das zum Release funktioniert. Und auch das haben wir in dem Video jetzt gesehen. Ich hätte gerne besseres Scrollen bei vielen Spuren. Also wenn wir jetzt hier mal diese Straße editieren, dann muss ich hier ewig scrollen, wenn ich am Rand irgendwie was machen will. Ist natürlich jetzt, sagen wir mal, nicht wirklich praxisrelevant. Wer baut sich so eine Straße in die Stadt? Macht wirklich wenig Sinn. Aber ja, dieses Scrollen wäre cool, wenn es, ich weiß nicht, ob es hier unten wirklich so einen Balken geben sollte, den man mit der Maus ziehen kann, damit man schneller von sozusagen links nach rechts kommt. Das hier geht mir ein bisschen zu langsam, wenn ich hier auf die Pfeile gehe. Jetzt wackelt das auch nicht mehr so wie vorhin, ne? Also irgendwie hat das Spiel neu starten oder so, hat tatsächlich was gebracht. Aber das ist erstmal auch schon alles. Also an sich finde ich, das ist eine Supermod, in die wirklich viel Arbeit geflossen ist und die uns noch eine Menge Spaß bereiten wird. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Was haltet ihr denn von der Mod? Würdet ihr die nutzen? Was fehlt euch denn? Habt ihr noch Fragen irgendwie zur Mod? Irgendwas, was ich vielleicht nochmal ausprobieren soll? Und wenn ihr die Mod nutzen würdet, welche Projekte würdet ihr damit angehen? Was fehlt euch an den Straßen, die im Spiel integriert sind? Wo hättet ihr Bock drauf? Was würdet ihr sozusagen an Presets für euch anlegen und die dann auch wirklich im Spiel nutzen. Das interessiert mich. Wie immer, kommentiert das gerne. Ich lese mir alles durch und freue mich auf jeden Fall immer von euch zu lesen. Ich denke, das ist eine richtig coole Mod. Wie gesagt, kommt raus am 9. August 2024. Ich glaube, das ist ein Freitag, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Genug geredet, Leute. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Mod und mit dem Ausprobieren. Lasst mich wissen, was ihr damit macht. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald.